Apfeldoktor in Piskastel, der Ben für euch nochmal. Hi. Jetzt nicht mit einem Reparaturvideo, sondern einfach mal mit einem kurzen Gedankengang, mit einer kurzen Äußerung zur aktuellen Lage in der Reparaturbranche. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder gesprochen mit Funktionären, mit Händlern, mit Lieferanten, mit Kunden von uns im Businessbereich rund um das Thema der aktuelle Status der Reparaturbranche. Und das ist ja momentan wirklich eine richtige Krise in der Reparaturbranche. Wir merken davon zum Glück nicht viel, weil wir ein starkes Online-Geschäft haben, ein sehr starkes B2B-Geschäft und eben sehr, sehr viele Lötarbeiten machen. Ja. Die Problematik liegt aber darin begraben, dass im Endkundenbereich Display, Akku, Komponententausch ein unheimlicher Preisverfall stattgefunden hat. Da es unheimlich viele Werkstätten in Anführungszeichen gibt inzwischen, die solche Reparaturen anbieten. Ja, jede zweite Shisha-Bar bietet sowas an, jeder Obst- und Gemüseladen bietet sowas an und dann kommt eben auch noch Mediamarkt dazu, die eben auch unheimlich viel Geld für SEO in die Hand nehmen und natürlich sich hochlisten möchten und dies auch tun in den Suchmaschinen, weil sie ganz einfach die monetären Möglichkeiten dazu haben. Und der Endkunde zu Hause, dem geht es auch nur noch um den Preis, ja. Da steht nicht die Qualität im Mittelpunkt. Das heißt, der Endkunde zu Hause, der macht Folgendes. Der gibt ein Display kaputt. Dann landet der in der Regel erstmal inzwischen auf einer Seite von Mediamarkt, ja, und sieht dann dort einen Preis. Wir hatten heute Morgen, ich gebe euch ein konkretes Beispiel. Heute Morgen kommt hier eine E-Mail an von einem Kunden zwei Orte weiter. Wir liegen relativ ländlich. Ja. Er schreibt, ja, hallo, ich habe hier ein defektes Display an meinem Galaxy S8, beziehungsweise beides Geräte der Töchter, einmal Galaxy S8 Display, einmal iPhone 6 Display plus Akku. Ja? Ich möchte gern zu euch kommen, aber ich habe schon einen Preis von Mediamarkt, wo ich eigentlich nicht hingehen mag, aber die machen das für 200 Euro. So, dann denke ich mir schon mal, okay, alles klar. Kann eigentlich gar nicht sein, weil niemand macht ein Galaxy S8 Display plus ein iPhone 6 Display plus ein iPhone 6 Akku für 200 Euro. Aber die Richtung sollte klar sein. Das heißt, der Endkunde schaut nach dem Preis und sagt dann, ha, Mediamarkt macht mir jetzt in dem Fall den besten Preis, dann gehe ich dorthin. Ja? Ist ja auch legitim, wenn der Kunde das mag. Dann sollte er sich aber darüber im Klaren sein, und das kommuniziert in dem Fall Mediamarkt zum Beispiel auch ganz klar, dass dort im Bereich Apple nur Copy-Displays verwendet werden und generell nur Copy-Ware. Ja, das ist mal Punkt 1. Das heißt, wir zum Beispiel verbauen nur Refurbished oder Pult. Ihr habt hinterher ein Original LCD drin, ihr habt originale Anschlusskabel. Das Bild sieht hinterher genauso aus wie vorher. Wir benutzen wieder eine originale Verklebung, so wie es der Hersteller auch macht. Das heißt, ihr bekommt das Gerät zurück, repariert und es hinterher nach der Reparatur genauso wie vorher, plus wir geben 12 Monate Garantie auf die Reparatur. So, was macht Mediamarkt in dem Fall? Mediamarkt geht hin und verbaut ein Copy-Display. Ja, und die bekommen ihre Displays von ihrem Einkauf und da wird natürlich dann auch wieder auf den Preis geachtet und da ist die Qualität, steht einfach an zweiter Stelle und ganz oben steht der Preis. Das heißt, ich muss günstig sein im Verkauf, das heißt, ich brauche auch günstigen Einkauf, das heißt, die Qualität leidet drunter. Ist einfach Fakt. So, das heißt, ihr habt hinterher ein Display in dem Gerät drin, das sieht nicht mehr aus wie vorher. Die Farbtreue ist nicht mehr gegeben, der Stromverbrauch kann höher sein, die Haptik ist unter Umständen nicht mehr die gleiche, die Glasdicke weicht ab. Da habt ihr ja bei diesem Preis dann in 99% der Fälle ein Glas, welches mit einem Heißkleber aufgeklebt wurde auf dem Plastikrahmen unten drunter. Ja. Ihr habt keine originale Verklebung mehr drin. Das sind alles Dinge, da muss man sich dann vorher drüber im Klaren sein. Im Bereich Samsung, hinzu kommt auch noch, wenn die jetzt zum Beispiel den Akku einbauen. Wie oft hatten wir das schon hier vor Ort, dass ein Gerät vorher bei einem Discounter war und da wurde dann irgendwie der Akku getauscht, dann werden keine Akku-Klebesticks verwendet. Ja, wir benutzen zum Beispiel hier originale Verklebung für den Akku, ja, einen originalen Klebestick, ganz einfach. Ja. Sowas gehört bei einer Akku-Reparatur dazu. Wir benutzen hinterher, wenn wir die Geräte wieder zumachen, eine originale Verklebung für das Display. Das sind Dinge, die sind essentiell, die gehören dazu. Wir haben auch für alle Geräte verschiedene Verklebungen. Das hier ist jetzt iPhone 8 Plus, das hier ist iPhone 6. Ja? Das sind Dinge, die sollte man beachten und das machen die Discounter eben ganz einfach nicht, weil da geht es um den Preis. So. Das nächste ist im Bereich Samsung, da nehmen die dann auch Serviceware. Ja? Die nehmen dann natürlich auch wesentlich größere Posten ab, da dann der
zentraler Einkauf von denen ganz andere Stückzahlen abnimmt, als es so ein kleines Reparaturunternehmen macht, wie wir oder wie anderes freies Reparaturunternehmen. Das ist ganz klar. Ja. Aber wie oft habe ich es dann schon gesehen, dass dann, wenn ein Display gemacht wird, zum Beispiel am Samsung Galaxy S6, ja, der Akkudeckel ist von hinten verklebt. Dann lösen die den Akkudeckel, dann wird hinten keine Verklebung mehr verbaut, dann wird das verklebt mit irgendeinem billigen doppelseitigen Klebeband. Ja, das sind alles Dinge, die ich schon gesehen habe. Dann wird über die Antennen hinten drüber geklebt. Wenn man das nochmal aufmacht, dann reißen die Antennen ab. Das sind alles Dinge, das sollte man sich einfach drüber bewusst sein, dass hier nicht die Qualität und die Fachkompetenz im Vordergrund steht, sondern einfach nur der Preis. Geiz ist geil, fertig, Punkt, aus, Ende. Ja? Und das ist nicht der Weg, den wir gehen möchten. Das war noch nie unser Weg. Das wird auch niemals unser Weg sein. Ich habe dem Kunden dann heute Morgen per E-Mail geschrieben, du, wenn du günstig möchtest, dann geh bitte zum Mediamarkt. Wenn du qualitativ saubere, ausgeführte Facharbeit haben möchtest, dann kannst du zu uns kommen. Ja? So einfach ist das. Ich denke, es wird sich in den nächsten Jahren ganz einfach vieles separieren. Es wird viel wieder vom Markt verschwinden. Ich glaube nicht, dass dieser ganze Geiz ist geil, ihr Glauben sich durchsetzen wird. Da gehe ich einfach nicht von aus. Das wird sich selber wieder erledigen. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr im Komponentenbereich seid, dann habt einfach einen langen Atem und geht da durch. Es wird sich früher oder später, meine Prognose, für alle wieder lohnen. Und ansonsten spezialisiert euch in andere Bereiche, ja, und dann passt das, ja. Ich mag hier jetzt auch gar nicht anfangen, irgendwelche Tipps zu geben, großartig, was ihr machen könntet oder wie auch immer, das ist, bin ich euer Papa. Es geht einfach nur darum, hier mal loszuwerden. Man kann den Kunden keinen Vorwurf machen, die wollen günstig, ja, dann lasst die günstig kaufen, und wer billig kauft, wer günstig kauft, der kauft immer zweimal, irgendwann landen sie doch wieder beim Fachbetrieb und bekommen das fachgerecht gemacht. Ja, vielleicht sollte man mal drüber nachdenken, irgend sowas wie einen Händlerbund einzuführen. Ist aber auch, glaube ich, schon versucht worden und hat nicht sauber funktioniert. Naja, ganz einfach mal kurz ein paar Gedankengänge von mir zu diesem Thema. Qualität kommt vor dem Preis, ganz klar. Und ich denke, auch in der Branche sollte man sich da vielleicht ab und an mal drüber Gedanken machen, weil wenn ich sehe ab und an, ja, gerade in Großstädten, was manche in Anführungszeichen Werkstätten dafür Preise für Display-Reparaturen, für Akku-Austausch etc. machen, ja, da muss ich mir an den Kopf greifen. Ihr scheißt euch in euer eigenes Nest. Es fängt jetzt sogar schon im Lötbereich an. Wolltest du was sagen, Andi? Ja, in der Gruppe hat letztens schon gekostet 39 Euro für ein iPhone 6 Display-Reparatur. Ja? Ja gut, okay, alles klar, dann sollen sie 39 Euro nehmen für ein iPhone 6 Display dafür. Für die 39 Euro, da popel ich mir noch nicht mal in der Nase. Ist mir scheißegal, ja? Nee, aber guck mal, ihr scheißt euch doch in euer eigenes Nest. Mal, jetzt mal Butter bei den Fische, das ist doch Quatsch. Wenn ich sehe das schon im Lötbereich, fängt es schon an, dass jetzt irgendwie manche anfangen, einen TriStar für 60 Euro zu machen. Alter, seid ihr bescheuert? Also im Rahmen unserer Lötschulung werden wir auch definitiv eine gesunde Preiskalkulation kommunizieren und unseren Schülern beibringen, wie gestalte ich einen Preis ordentlich, ja, weil ihr macht euch doch alle selber kaputt mit diesen Preisen, ganz ehrlich, das ist doch alles Schwachsinn. Fangt an nachzudenken, billig ist nicht immer gut, scheißt euch nicht ins eigene Nest und ja, gutes Business, ja, gebt Gas und die Endkunden, wenn ich die damit erreiche, macht euch da mal Gedanken drum, spart nicht bei der Reparatur von mobilen Endgeräten, spart daran nicht, das ist Schwachsinn, ja, das ist der falsche Punkt, um zu sparen, spart am Toilettenpapier und selbst da würde ich nicht sparen, Mann, ja, so, ich bin raus, ciao, danke fürs Zuhören.